Die Formel 1 ist diese Woche in Spanien und ich bin natürlich auch wieder hier mit der F1-24 Hot Lab. Abonniert gern kostenlos den Channel, ich erkläre euch jeden Winkel und jede Ritze vom Circuit Catalunya Barcelona. Also 1991 gab es das Debüt hier auf dieser Strecke. Ein 16.3 ist der Streckenrekord von Max Verstappen. 14 Kurven, 6 links und 8 rechts. Lewis Hamilton sowohl als auch Michael Schumacher haben mit 6 Wins die meisten und 4657 Meter ist eine Runde lang. Deswegen würde ich mal sagen, blicken wir auf die Randdaten noch einmal hier in der Statistik. Da können wir nämlich auch sehr gut erkennen, wie die Höhenmeter aussehen. Hier gibt es mal 2 DRS-Zonen und das heißt natürlich auch, wer in Barcelona gut ist, ist auch im restlichen Kalender gut, denn Barcelona hat so gut wie alle Streckentypen. Wir haben langsame, schnelle und mittelschnelle Kurven, lange Geraden, aber auch Haarnadelkurven. Jetzt geht's aber mal los auf meine schnelle Runde oben. Könnt ihr natürlich auch verfolgen, wie schnell meine Runde war. Es geht Richtung Turn 1, ganz spät reinbremsen, rechts den Körper leicht berühren, hier innen eher nicht. Und das war schon die erste Kurve. Das ist auch wirklich ganz, ganz schwierig, denn der Bremspunkt an sich hat es in sich. Turn 3 ist wirklich toll mit den neuen Autos zu fahren, wirklich. Einmal einlenken, kurz lupfen und das war's dann schon. Hier aus der Kurve raus kannst du auch wirklich vieles falsch machen. Wenn du nicht den nötigen Schwung mitnimmst, ist es quasi schon geschehen und du lässt hier wirklich 2-3 Zehntel total liegen. Es fühlt sich auch im Auto ewig an, weil es eine 180-Grad-Kurve ist. Jetzt geht es in die nächste langgezogene Kurve und alles samt Rechtskurven. Ich habe hier ein bisschen den Scheitel verpasst und bin dadurch leicht mitten in der Kurve ins Rutschen gekommen, war ein minimaler Fahrfehler, was 1-2 Zehntel gekostet hat, aber das war tatsächlich meine schnellste Runde. Jetzt geht's hier runter in eine quasi Haarnadelkurve. Auch rechts kannst du dir so leicht Track Limits einfangen. Das ist tatsächlich ganz schwierig. Hier diese Kurve musst du fahrtechnisch wirklich drauf haben. Turn 6 ist nur der Knick. Und jetzt geht es in die 7-8er, in diese Zickzack-Kurve rein. Wurde meines Erachtens noch nie geändert richtig, außer dass es hier rechts an der Innenseite jetzt so eine Art durchgehenden Sausage-Curb gibt, der das Ganze natürlich ein bisschen schwieriger macht. Denn wenn du dich vertust, kannst du dir sehr leicht den Unterboden zerstören. Das ist eine leichte Mutkurve, hier wirklich einmal lupfen und dann Full Speed hier flat geht die Kurve dann raus. Auch links natürlich sind das hohe Curbs, das ist halt Barcelona. Du hast sehr, würde man sagen, aggressive Curbs. Dann geht es in die neu gewonnene Turn 10 und 11. Das ist eine langgezogene Kurve, die gerade auch in der MotoGP sehr, sehr gefragt ist. Hier kannst du auch leicht Riesenfehler machen. Generell neige ich immer dazu, hier rechts etwas zu weit neben die Strecke zu fahren. Und das kostet dann halt enorm viel Zeit. Turn 12 war immer schon meine Lieblingskurve, sie geht zwar ewig, aber generell, wenn du dann wirklich so das Ende siehst der Kurve, voll das Gas durchdrücken und hoffen, dass das Heck das Ganze durchhält und beim Rausbeschleunigen auch leicht den Körper nehmen. Seit neuestem kann man leider nicht mehr den kompletten Körper ausnutzen, weil es sonst einen so leicht in die Höhe kippt. Die neue Variante, die wir schon seit ein, zwei Jahren jetzt 10, Turn 13, 14 und generell dann die letzte Kurve, die ist wirklich verdammt spaßig. Und das war schon eine Runde hier in Barcelona. Wir sind durch, guter Exit aus der letzten Kurve und es ist dann 1:12:2 geworden. Meine Prediction für das Rennen am Sonntag, gemischte Gefühle. Nach der Long Run Pace würde ich sagen, safe Red Bull. Es war auch im Vorhinein eigentlich klar, dass Red Bull hier klar die Nase vorn haben wird und ich denke mal auch, dass mein Guess in die Richtung gehen wird. Auf den dritten Platz sehe ich keinen Red Bull. Ich sehe auch Perez nicht am Podium tatsächlich. Ich denke, Carlos Sainz wird auf dem dritten Platz landen. Ganz einfach, weil der Mann beflügelt ist und auch, das Auto scheint nicht ganz so auf der Höhe zu sein. Aber ich glaube, man kann das wirklich retten. Also der Mann hat auch schon gezeigt, dass er mit einem unterlegeneren Material richtig gute Leistungen bringen kann. Auf dem zweiten Platz, einmal mehr Lando Norris. Der Mann ist tatsächlich ein Geheimtipp, würde ich fast nicht mehr sagen, aber Lando Norris ist meiner Meinung nach wirklich underrated und der hat es wirklich, das Zeug, dass er da meiner Meinung nach auf P2 fährt und ganz vorne, Max Verstappen, der hatte eine wirklich unfassbare Long Run Pace, war da wirklich damit absolut schnellste und
gerade nach den letzten Rennen hat er Hunger, denke ich mal. Was denkt also, ja, Kanada hat er zwar gewonnen, aber jetzt auch nicht so mit einem riesen Vorsprung und auch der ein oder andere Fehler drin. Was denkt ihr? Ich denke also Sainz auf 3, Lando Norris auf 2 und und Max Verstappen auf die 1. Schaut gerne auf RTU-Gaming auf Instagram vorbei und auch gerne auf RTU-Tobi auf TikTok. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Morgen wird es dann auch weitere Videos hier geben. Abonniert dafür gern kostenlos den Channel. Lasst ein Däumchen da. Bis zum nächsten Mal oder später auf TikTok und ciao.